Herzlich willkommen bei WinTV. Die heutige Sendung moderiert zum ersten Mal die Hermi. Und der Raphael. Stolz können wir verkünden, dass der ORF für eine Berichterstattung über fragwürdige Vermietungstaktiken, wie sie beispielsweise in der Mühlfeldgasse oder Siebenbrunnengasse, auf das exklusive Film WinTV-Material zurückgegriffen hat. Unter eingeblendeten Link seht ihr die Reportage. In China protestierten über 2000 Mitarbeiterinnen von Foxconn. Dort werden praktisch alle Apple-Produkte hergestellt. Gegen die menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen, diese arbeiten bis zu 50 Stunden in der Woche für umgerechnet 300 Euro. Es fielen Schüsse und gab mehr als 40 Verletzte. Die Proteste dauerten noch an. Es gab sogar Gerüchte, dass aufgrund von Wutaktionen eventuell Apple-Produktionsauslieferungen gefährdet waren. Vor 2 Jahren gab es bereits eine traurige Selbstmordserie der Arbeiterinnen, um auf ihr Leid aufmerksam zu machen. Am Freitag, den 21. September, fand wieder mal die monatliche Critical Mass Vienna statt. Die Karte der fast 30 Kilometer langen Strecke seht ihr hier im Bild eingezeichnet. Unter dem Motto Bike Gang Fun wurden spontane Bike-Banden gegründet. Wie jedes Mal wurde mehr Raum und Recht für Radfahrerinnen gefordert. Einen Tag später, am Samstag, den 22. September, fand der autofreie Tag statt. Bundesweit gab es Aktionen und WinTV möchte vor allem 2 spezielle Aktionen hervorheben. Einerseits fand zum 6. Mal heuer Rasen am Ring statt. Vom Parlament bis zur Oper gab es zwischen 10 bis 22 Uhr einen begrünten Ring mit Liegestühlen. Der begeisterte Radfreak Wolfgang war mit seinem aufgemotzten E-Bike auch vor Ort. Ja, also ich bin die Eva von Virus, WUG Umweltbüro, und wir beteiligen uns heuer an Rasen am Ring mit unserem Asfinag Monster. Das Asfinag Monster braucht sehr viel Geld und produziert dafür Autobahnen. Aber das Geld ist sozusagen immer sehr notwendig. Kröten für das Asfinag Monster, das ist ganz wichtig. Und was ist euer Gegenvorschlag? Unser Gegenvorschlag wäre sowas wie Rasen am Ring, vielleicht hin zur autofreien Stadt, beziehungsweise zumindest zu größeren autofreien Zonen, zu mehr Grün, grundsätzlich auch zu einer anderen Verkehrspolitik. Die Homepage von Virus, virus.wuk.at. Wolfgang Kampner von den Grünen, du bist verkehrspolitischer Referent im Rathausclub. Heute haben wir Rasen am Ring. Wann wird der Rasen verlegt, also der fixe, meine ich? Das wird vielleicht ein bisschen dauern, aber irgendwann mal werden wir das sicherlich zusammenbringen. Wenn das Rasen kommt, aber dass es nicht mehr eine dreispurige Autobahn sein wird, sondern vielleicht doch wieder, das Ziel ist, dass es wieder in Richtung Boulevard geht, die Straße. Nur mehr für Fußgänger, Radfahrer und Fiaker, die werden wahrscheinlich weiter hinterfahren. Aber bin mir sicher, das ist etwas, was den Leuten einfach gut tun wird, wenn es weit ist. Weil als Straße brauchen, dann haben wir es nicht. Den Verkehrszoll nehmen ab innerhalb des Gürtels, da reicht die 2er-Linie völlig. Und deswegen geht man in die Richtung weiter. Als erster Schritt, weil das wahrscheinlich nicht so gleich geht, vor allem mit der befreundeten Partei nicht so einfach, stellen wir uns auf jeden Fall vor, dass wir den Ring zu einer normalen Fahrbahn machen, mit Gegenfahrbahn. Das heißt, die Autos fahren jeweils auf einer Fahrspur in jede Richtung. Dann gewinnt man am Rand genügend Platz für einen Radstreifen in beide Richtungen. Und das wäre dann für den wichtigsten Radweg, den es in Wien gibt, wahrscheinlich die optimale Lösung. Relativ leicht umsetzbar, auch mit den Straßenbahnen gut vereinbar. Und besser als wir jetzt am Gehsteig, wo oft geführt wird. Habt ihr es dem Häupl schon verraten? Den Häupl nicht. Einen anderen wichtigen Show, der hat noch nicht viel davon gehalten, aber wie gesagt, es wird kommen. Davon bin ich relativ überzeugt. Ja. Okay.
Die Fahrräder wurden gekauft übers Internet, aber wir haben sie von einem jungen Team von Absolventen der HTL Rennweg so modifizieren lassen, dass sie Strom nicht nur verbrauchen, sondern auch erzeugen können, wie man ja jetzt gerade hört, weil die Musik, die wir jetzt hören, wird verstromt von den Leuten, die gerade auf unseren Fahrrädern heftig in die Pedale treten. Die Homepage ist www.indieact.at, IndieAct, und man findet uns auch auf Facebook. Man findet sowohl IndieAct auf Facebook als auch Bike It On. Das ist nämlich das, der Name des Fahrradstromprojektes. Bitte auf Facebook suchen und liken. Wir freuen uns über jeden. Was machst du dann? Hallo, Christian, ich bin der Bernhard. Wir veranstalten Wiens erstes Fahrradkino. Wir betreiben mit Elektrofahrrädern, machen wir den Strom, um ein ganzes Kino zu betreiben. Strom, Sound, machen das jetzt seit Mai. Es gibt immer wieder Veranstaltungen, die wir bespielen. Man findet uns am einfachsten auf Facebook. Werdet Freunde, liked uns und da seht ihr auch, wann wir wo sind und wo wir unsere Screenings machen. Heute Abend hier in der Babenberger Straße, 20 Uhr. Aber wie heißt die Gruppe? Wir sind der Cycle Cinema Club. Unter dem Namen findet man uns relativ leicht im Netz. Cycle Cinema Club. Am 27. Februar 2012 begann WikiLeaks 5 Millionen E-Mails der Firma Strategic Forecast, kurz Stratfor, zu veröffentlichen. Stratfor ist ein geheim operierender privater Nachrichtendienst, der große Unternehmen wie Dow Chemical, Lockheed Martin, aber auch öffentliche Behörden wie das US-Heimatschutzministerium, die Marines und die Defense Intelligence Agency mit geheimen Informationen versorgt. Außerdem sind Stratfor-Analysten auch gern gesehene Gäste auf CNN, BBC, Associated Press und Reuters. Bis heute hat WikiLeaks weniger als 1% von E-Mails dieses Geheimdienstes aus den Jahren 2004 bis 2011 veröffentlicht. Jim Rodman, ein Rechtsanwalt von Stratfor, schrieb am 19. Februar 2008 ein E-Mail mit dem Betreff »Gute Explosionen und gute Musik« an 61 Empfänger. Das Mail hatte keinen Inhalt außer einer einminütigen Videodatei mit dem Titel 25th Combat Aviation Brigade. Wien TV hat dieses Video mit Hilfe einer von WikiLeaks organisierten investigativen Partnerschaft erhalten. Wir wissen weder wo noch wann die gezeigten Bilder aufgenommen wurden. Trotzdem wollen wir euch die Entscheidung überlassen, ob ihr das Video sehen wollt oder nicht. Wer diese grausamen Bilder nicht sehen will, kann die Augen schließen und die letzte Minute der Ouvertüre 1812 von Tschaikowski hören. Achtung, dieses Video zeigt den gewaltsamen Tod von mindestens 10 Menschen. Donnerstag letzte Woche machte ein Video der Stadt mit Doppel-T in den sozialen Netzwerken die Runde. Ein Bettelbeauftragter der Stadt Wien setzte sich darin für die Belange von Bettlern ein. Und am Tag der organisierten Bettelei wurde jede Spende am Bettler von der Stadt Doppel-T Wien verdoppelt. Mit einer spektakulären Aktion läutete die Wiener Stadtregierung ihren neuen Weg im Umgang mit Bettlern ein. Beim sogenannten Tag der organisierten Bettelei verdoppelte die Stadt Wien heute an 18 Plätzen die Summen, die an Bettlerinnen und Bettler gegeben wurden. Damit sollen die Wienerinnen und Wiener dazu motiviert werden, Bettler künftig verstärkt mit kleinen Spenden zu unterstützen. Wir waren für sie am Siebenbrunnenplatz im 5. Bezirk dabei. Sie haben gerade gespendet. Warum gerade heute?
Ich immer Spende gebe. Weil es ein besonderer Anlass ist und die Stadt Wien ja, auch den Spendenwert verdoppelt. Das finde ich sehr schön. Und es ist ein bisschen Menschlichkeit. Er kann zeitweise nichts dafür, hat einfach ein Pech, Arbeitsverbot, was auch immer. Und ich habe halt momentan das Glück, dass ich einen festen Job habe. Ich habe da immer in meiner Tasche einen einzelnen Euro stecken. Ja? Ah, jetzt habe ich ihn ins Taschel getan. Früher in Ex-Jugoslawien, wir haben auch nicht so viel Geld gehabt. Wir sind Geschäftsleute, warum nicht? Der erfahrene Bettler Stefan Ohler, öffentlich bekannt dadurch, dass er das Bettelverbot in Salzburg zu Fall gebracht hat, ist vom Erfolg der Aktion begeistert. Er ist seit 1. September Bettelbeauftragter der Stadt Wien. Ähnlich dem Fahrradbeauftragten wird er sich künftig um die Belange der Bettelnden in Wien kümmern. Was sind die größten Probleme, die Bettelnde haben? Das ist ein großes Problem mit den Leuten. Sie kommen betteln in der Wien und sitzen in der Straße und leider hat keine Zeit für Sitzen, weil kommt Polizei und sofort muss weg. Und 10-mal, 15-mal in Tag. Und 2-3 Minuten sitzen, Leute kommen, kriegen 20 Cent und so. Und das ist zu wenig für die 2 Wochen, was ist hier, die 14 Tage. Und fahren nach Hause ohne Geld. Ola meinte weiters, dass es nicht leicht sein wird, das hartnäckige Gerücht von den Bettelbanden zu zerstreuen, da es vor allem in Freundes- und Bekanntenkreisen weiterverbreitet wird. Das hört man, ja, von den Bekannten, von Freunden, Bekannten, dass also nicht, das muss nicht unbedingt eine Bettlerin sein dort. Ich glaube schon zu erkennen, wer jetzt da wirklich bedürftig ist und wo halt die Leute so zum Betteln gezwungen werden und dann die Sachen abgeben müssen. Jetzt habe ich mich eben auch nochmal erkundigt, ob das wirklich geprüfte Bettler sind und nicht irgendwelche Banden, wo man ja teilweise hört, das Geld wird ihnen weggenommen und an irgendwem anderen weitergegeben. Vizebürgermeisterin Vasilaku zeigte sich hoch erfreut, dass es gelungen war, die SPÖ vom neuen Kurs zu überzeugen. Diese Aktion ist von der Stadt Wien heute. Aha, naja, wenn das amtlich ist, wenn das ein glaubhafter Bettler ist, dann gebe ich ihm was. Ja. Ein reicher Mensch gibt sowieso nichts. Ja. Das geben eh nur Arme, den Armen. Ja. Ein guter Zeitpunkt, etwas Gutes zu tun, denke ich mal. Wie haben eigentlich die Leute reagiert auf diese Aktion von heute? Ja, die Leute haben so reagiert, wie wir uns das vorgestellt haben. Sie haben wieder bewiesen, dass sie ein goldenes Wiener Herz haben und dieses auch geöffnet den Bettlerinnen, die hier für uns auch positioniert waren. Und es wurde so viel gespendet, also ich war total überrascht. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet mit so viel Spendenfreudigkeit. Und das ist wieder ein Beweis dafür, dass solche Aktionen funktionieren und dass die Wienerinnen und Wiener genau zur Unterstützung von solchen Aktionen beitragen. Bürgermeister Häupl meinte, dass der neue Bettelbeauftragte und das sprichwörtliche goldene Wiener Herz ein Garant dafür sind, das Zusammenleben in Wien künftig zu verbessern. Am Mittwoch, den 19. Oktober, fand vor dem Parlament ein Flashmob statt. Die Demonstrantinnen protestierten mit dieser Aktion gegen die angedrohte Beendigung des Korruptionsunterausschusses durch die Großparteien. Matthias war dort und hat einen Bericht gestaltet. Diese Bürger, die heute da sind da, weil ihnen die Demokratie ein Anliegen ist und weil wir nicht mehr das Vertrauen haben, dass die von uns gewählten oder auch nicht gewählten Repräsentanten dem Auftrag nachkommen, für den sie eigentlich gewählt wurden, nämlich die Interessen der Menschen zu vertreten und nicht die Interessen einzelner Klientels. Wir stehen hier gerade vor der SPÖ-Zentrale in Wien, nachdem wir vorher vom Parlament gestanden sind, denn heute im U-Ausschuss wurde beschlossen, dass dieser in 2 Tagen abgeschaltet wird, nur damit Werner Faymann nicht aussagen muss. Mittlerweile hat sich eine größere Gruppierung formiert, die eigentlich einen Flashmob machen wollte. Es sind ca. 750 Personen anwesend und jetzt schauen wir weiter. Jetzt machen wir was, was nicht einmal die ÖVP eigene Mitglieder und Funktionäre machen. Wir sammeln uns um die ÖVP. Wir sind engagierte Bürger, die heute durch Wien ziehen mit dem Vorhaben, euch einen akustischen Mittelfinger zu zeigen, für das Vorgehen, die demokratische Kontrolle im Parlament auszuüben. Der mittlerweile durchaus als Demozug erkennbare Mob, der sich gebildet hat, war nun bei der SPÖ-Zentrale, bei der ÖVP-Zentrale und nun geht's weiter zur FPÖ. Wieder mit der FPÖ! Im Unterschied zu Rot und Schwarz muss man den Freiheitlichen aber eines zugute halten.
Sie haben nie vorgegeben, dass Ihnen die Demokratie ein hohes Gut wäre. Das, was ich sagen wollte, das Wichtigste vom heutigen Abend sollte sein für jeden von uns, wir sind nicht allein. Wir sind nicht allein, wir sind nicht die Einzigen, denen das am Arsch geht, was passiert. Und heute haben wir ein kräftiges Zeichen gesetzt, auf das wir alle gemeinsam verdammt stolz sein können. Ich danke euch. Die Leute werden sich das langfristig nicht mehr gefallen lassen, dass so gebackelt wird. Die Demo ist ein kleiner Schritt, aber was grundsätzlich passiert, ist auf Jahrzehnte gesehen ein Kulturwandel, ein Demokratiewandel, das ist hervorragend und begeistert mich zutiefst. Jetzt kommen wir zu den Ankündigungen. Am Freitag, den 28. September, findet die La Juna, die lange Nacht der Jugendarbeit in Simmering, Zienergasse 29b in Makondo statt. Organisiert von Balu und Du, das Fairplay-Team, die Bildungsberatung Wien, Siedlungstreff Leberberg, die Wiener Jugendzentren und Karma organisieren das Event. Das Event ist auch das Startevent zum Karma Gemeinschaftsgarten in Makondo, ein Projekt, welches vom Bildungsförderungsfonds gefördert ist und insgesamt ein Jahr laufen wird, mit regelmäßigen Veranstaltungen und Workshops zum Thema Gemeinschaftsgärten in Wien. Und es wird versucht, das Wissende, die Möglichkeiten von Karma mit Makondianern zu teilen. Dann gibt es noch einen weiteren Termin, und zwar die Ware Fair. Heuer findet zum 5. Mal die legendäre Ware Fair, Österreichs Messe für ökologische und faire Mode, in der Linzer Tabakfabrik statt. Es ist in Österreich die größte Messe ihrer Art und bietet Besucherinnen alternative, faire und nachhaltige Mode mit Stil und Pep. Zusätzlich gibt es ein facettenreiches Rahmenprogramm mit Modeschau, Pimp My Shirt Aktion, Kinderprogramm, interessante Diskussionen. Infos und Programm findet ihr unter www.warefair.at. Am 28. September findet am Praterstern vor dem Lokal Flug ein Aktionstag zum Thema rassismusfreie Zonen statt. Näheres findet ihr auf den unten eingeblendeten Link. Ja, das waren die WinTV-Nachrichten vom 25. September. Ich hoffe, es war was für euch dabei. Wir wünschen bis zum nächsten Mal alles Gute. Tschüss.